Jan Krah, ein echter gebürtiger Sachse in der deutsch-polnischen Grenze. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Er ist Maler und Lackierermeister, ist also ebenso bodenständig wie alle hier Versammelten und hat einen ordentlichen Beruf gelernt, im Gegensatz zu vielen anderen, die nicht hier sind, sondern auf der anderen Seite. Er ist seit 2015 Mitglied der Alternative für Deutschland. Und was uns aufhorchen lassen soll, er hat sowohl 2017 als auch 2021 das Bundestagsdirektmandat für den Wahlkreis im Wahlkreis Görlitz gewonnen. Die Person, die ich jetzt angekündigt habe, ist seit 2019 Bundesvorsitzender der AfD. Erst im Gespann mit Jörg Meuthen und jetzt mittlerweile seit zwei Jahren, beziehungsweise seit einem Jahr, Entschuldigung, mit Frau Dr. Alice Weidel. Ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus Tino Chrupalla. Ich nehme es mir an. Ja, vielen Dank für diese Ankündigung, für diesen warmen Empfang. Ich freue mich wirklich hier zu sein, hier in Nordhausen. Und mein Vorredner hat es bereits angekündigt. Ich möchte auch viele Grüße von meiner Co-Vorsitzenden Dr. Alice Weidel ausrichten, die Sie alle herzlich grüßen lässt, die heute in Bayern unterwegs ist, dort Wahlkampf machen in Hessen. Wir wollen ja auch dort gute Ergebnisse erzielen, nicht nur in Thüringen, nicht nur in Mitteldeutschland, sondern natürlich auch da. Ich komme auch gerade aus der BRD, um dort Wahlkampf zu machen, um natürlich diese Unterstützung aus dem Osten auch dorthin zu geben, weil wir auch dort Volkspartei sind und natürlich Volkspartei auch werden wollen, was wir hier schon in Thüringen, in Sachsen, Brandenburg, überall schon sind, liebe Freunde. Vielen Dank dafür, dass so viele auch heute gekommen sind. Ja, nur haben wir natürlich hier eine Oberbürgermeisterwahl, die wir nächste Woche gewinnen werden, wo ich ganz klar sage, wo ich auch Jörg Prophet, und da muss man kein Prophet sein, dass man sieht, dass wir hier diese Wahl mit diesem Kandidaten auch gewinnen wollen und gewinnen werden, weil er eben einer von euch ist, einer von hier aus Nordhausen ist, weil er schon kommunale Erfahrung hat im Stadtparlament seit vier Jahren, eure Interessen vertritt. Und was heißt eure Interessen? Das sehen wir ja aktuell gerade hier auch in Thüringen, was auf Landesebene passiert ist. Was ist passiert und wie sind die letzten Tage vor allen Dingen in Berlin zugegangen, weil man gesehen hat, wie gerade die Altparteien schäumen, wie dort aktuell die Politiker sich stören daran, weil ein Antrag der CDU mit den Stimmen der AfD durchgegangen ist, weil die Grunderwerbsteuer, die im Übrigen in Thüringen doppelt so hoch ist wie in Bayern, gesenkt wurde. Und was heißt das? Dass wir die AfD Wort halten, dass wir die AfD dafür für den Bürger da sind, weil wir sagen, die Kosten, die Steuern, die Abgaben müssen gesenkt werden. Und das ist unser Wahlprogramm, das ist unser Parteiprogramm und dafür setzen wir uns ein. Und da ist nichts demokratieverächtlich daran, liebe Freunde. Das werden wir auch in Zukunft immer für euch tun. Ja, und dann sieht man genau diejenigen, die Kevin Kühnert, die dann sich beschweren und davon sprechen, dass die Demokratie großen Schaden genommen hätte bei solch einer Abstimmung. Was ist das für ein Demokratieverständnis dieser sogenannten Demokraten, wenn man sieht, dass hier das Souverän und das sind Sie, das seid ihr, das Volk von uns beauftragt, dafür Politik macht, dass Steuern gesenkt werden, dass Abgaben gesenkt werden, weil das ist genau das, was uns aktuell das Rückgrat bricht, wo die Bürger die Kosten tragen für eine verfehlte Migrationspolitik, für eine verfehlte Energiepolitik, für eine verfehlte Wirtschaftspolitik, Bildungspolitik und so weiter und so weiter. Wir werden es weiter tun, wir werden den Finger in die Wunde legen als Alternative für Deutschland, liebe Freunde. Denn wir sind noch und sind die einzige Partei, die noch alternativ für Deutschland überhaupt Politik macht, im Interesse der Bürger, der Deutschen. Denn was sehen wir aktuell auf Bundesebene, und dazu komme ich jetzt, wenn ich die grüne Politik sehe, die uns in den Wirtschaftskrieg geführt hat, in die Deindustrialisierung, das haben wir vor anderthalb Jahren genau mit diesen Themen schon angekündigt. Und wie wurden wir beschimpft? Es wurde dann gesagt, Deindustrialisierung, das sei Verschwörungstheorie. Man hat einen Verfassungsschutz
Verfassungsschutz in die Spur gerückt, um genau uns damit zu diskreditieren. Und jetzt sehen wir den Salat, was passiert. Viele Firmen, viele Industriefirmen, gerade Unternehmen, über 500 Beschäftigte, wollen das Land verlassen. Ja, warum wollen sie es verlassen? Weil die grüne Politik diese Unternehmen aus dem Land treibt, weil sie nicht möchte, dass energieintensive Unternehmen wie Gießereien, wie Keramikunternehmen, wie Glasindustrie überhaupt noch in diesem Land produzieren. Und das machen wir als AfD nicht mit und deshalb werden wir uns dagegen wehren, damit die Industrie, das Rückgrat der Wirtschaft in diesem Land bleibt, damit wir auch noch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr gute Löhne haben und auch im Wohlstand leben können, liebe Freunde. Und genau das ist auch die Aufgabe von Jörg Prophet und deshalb unterstütze ich ihn da auch gern, dass er dieses auch natürlich auf Kommunalebene mit in den Stadtrat bringt, hier diese Politik betreibt. Wir sind als AfD in Ländern und Bund sehr gut aufgestellt, aber wir haben sicherlich auf kommunaler Ebene in Kommunen, in Städten noch Nachholbedarf und das ist genau der große Baum, von dem ich immer spreche. Die Krone ist prächtig, die Krone ist groß, sie ist überall mittlerweile anerkannt. Wir sind Volkspartei, nicht nur in Thüringen. Wir wollen aber auch die Wurzel stärken und das sind die kommunalen Parlamente, die genauso wichtig sind und wo wir auch Entscheidungen im Interesse der Bürger fällen und treffen können. Und ich weiß, dass das Herr Prophet auch durchführen wird. Wir werden immer ein Auge auf genau diese kommunalen Ämter haben und auch aus AfD sehen und natürlich auch Erfolge vorweisen wollen. Darauf können Sie, darauf könnt ihr euch verlassen. Das ist auch unser Anspruch als Bundespartei, das nicht aus dem Auge zu verlieren, denn wir wissen noch, was unten im Volk passiert, weil wir Volkspartei sind und das wird auch Herr Prophet beherzigen, liebe Freunde. Und wenn ich von den Problemen spreche, von den Problemen, die wir seit teilweise 5, 6, 7 Jahren haben, wenn ich an die Migrationskrise denke und die Migrationskrise, die uns gerade aktuell wieder einholt, stellt alles in den Schatten, was 2015 schon bereits in diesem Land passiert sind. Sie haben es gehört, ich komme aus dem Wahlkreis Görlitz und dort erlebe ich jeden Tag, was dort unkontrolliert, massenweise über die Grenze tritt, illegal. Und es sind nicht nur ein paar Migranten oder Flüchtlinge, es sind hunderte Migranten. Es ist eine Invasion, liebe Freunde, was dort mittlerweile passiert. Und das muss gestoppt werden. Wir brauchen endlich zuverlässige Grenzkontrollen in diesem Land. Und daran ist nichts rechts oder extrem, das ist einfach Recht und Ordnung. Und Recht und Ordnung braucht dieses Land wieder. Wir brauchen wieder Disziplin in diesem Land. Wir brauchen wieder Tugenden in diesem Land. Denn genau das fehlt und das ist genau diese Politik der Grünen, die das nicht mehr in diesem Land aufrechterhalten möchte. Und deshalb müssen wir natürlich auch die Pull-Faktoren, die Geldleistungen endlich zurück in Sachleistungen bringen, damit nicht weitere Migrantenströme hier nach Deutschland kommen. Und es sind keine Facharbeiter, von denen man uns seit 2015 die Hucke volllügt, liebe Freunde. Es sind sie nicht. Und das Gleiche muss auch auf europäischer Ebene passieren. Wir haben Frontex, aber Frontex muss eben auch eine Grenzpolizei sein, die genau diese Migration in Italien und Umgebung verhindert, damit eben Deutschland nicht dieses Zielort ist. Und dann komme ich zur Fachkräftemangellage, die ja immer als Grund genannt wird für diese Zuwanderung. Und ich habe es schon häufiger gesagt, wir müssen endlich an die Ursachen in diesem Land herangehen. Eine große Industrienation wie Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern muss sich endlich selbst aus diesem Schlamassel ziehen, was Fachkräfte angeht. Es kann nicht sein, dass unsere Kinder in den Schulen Schulausfälle haben, Stundenausfälle haben, weil Lehrer fehlen, liebe Freunde. Da fängt es an. Es kann nicht sein, dass Familienpolitik in diesem Land überhaupt keine Rolle mehr spielt, dass Familien mit Kindern dahingehend geächtet werden, weil sie ein Armutsrisiko darstellen. Wie kann es sein, dass so ein sogenanntes reiches Land wie Deutschland als Armutsrisiko gilt, wenn man Kinder hat? Das ist ein Unding und das müssen wir abschaffen und das werden wir als AfD auch abschaffen, liebe Freunde. Indem wir mehr ausbilden, indem wir fordern und fördern, indem wir auch, und das sage ich auch ganz offen, diejenigen, die jung sind, die gesund sind, die arbeiten können, zur Arbeit bewegen müssen und die nicht ins Bürgergeld gehen dürfen. Wer jung und gesund ist, muss in diesem Land was leisten und arbeiten. Das haben auch unsere Vorfahren geleistet, liebe Freunde. Applaus
das Gleiche gilt natürlich auch für diejenigen, die in Gewerkschaften aktiv sind. Ich will mal die IG Metall mit ihrem neuen Vorschlag hier herausnehmen, die aktuell die 4-Stunden-Woche fordert mit Lohnerhöhung von 8%. Liebe Freunde, man kann es auch einfach machen. Wir können auch sagen, wir gehen bloß noch arbeiten, wenn wir Lust haben. Aber dann werden wir diesen Wohlstand, dann werden wir diesen Sozialstaat nicht halten können. Und deshalb sind solche Forderungen der IG Metall wirklich existenzbedrohend für den Industriestandort Deutschlands. Eine 4-Tage-Woche ist keine Arbeitswoche, liebe Freunde. Wir sagen gute Löhne für gute Arbeit, aber nicht dementsprechend, dass man sich nur noch auf die faule Haut legt und dass man dafür noch gutes Geld kriegen soll. Arbeit muss sich lohnen, da sind wir uns alle einig. Und das soll sich lohnen. Und es wird sich wieder lohnen, wenn diejenigen, die nichts leisten, wesentlich weniger Geld bekommen, liebe Freunde. Und wir werden die Deindustrialisierung in diesem Land aus vielen Gründen stoppen. Wir werden die Energiesteuern senken. Wir werden vor allen Dingen die Ideologiesteuer, CO2-Abgabe, mit denen Sie alle jeden Tag geknechtet werden, was Sie zahlen an der Tanksäule, was Sie überall bezahlen, die werden wir abschaffen. Die braucht in diesem Land kein Mensch. Das ist der Preistreiber. Das ist der Inflationstreiber in diesem Land. Und wir werden diesen unsäglichen Wirtschaftskrieg und die Sanktionspolitik gegen Russland stoppen. Denn auch das ist der Preistreiber. Wir haben gerade hier in Mitteldeutschland immer gute Beziehungen zu Russland gehabt. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Sanktionspolitik beendet wird, dass es wieder russisches Gas gibt, was uns jahrelang gute Preise erbracht hat, liebe Freunde. Und wir werden uns für Diplomatie und Verhandlung einsetzen. Denn was wir aktuell erleben, wie unsere Außenministerin in vielen Staaten Europas, der Welt unterwegs ist, kriegstreibend unterwegs ist, andere Länder bewirbt und Waffen abpresst, Marschflugkörper sollen geliefert werden in die Ukraine. Liebe Freunde, wenn wir eins aus dieser Geschichte, aus unserer Geschichte gelernt haben, dann ist es nie wieder Krieg vom deutschen Boden, nie wieder Krieg in Europa. Und wir sollten uns in diesen Konflikt, in diesen Krieg nicht einmischen. Das sind wir unseren Kindern, unseren Enkeln, aber auch unseren Eltern und auch unseren Rentnern schuldig, liebe Freunde. Nie wieder Krieg und das ist nicht unser Krieg. Und deshalb sehen Sie, deshalb werden wir medial, aber auch von den Altparteien so bekämpft, weil wir uns hauptsächlich für die Interessen der eigenen Bevölkerung einsetzen, für die Menschen vor Ort, für die Deutschen, wenn man das überhaupt noch in diesem Land sagen kann. Denn Sie sind das Souverän, Sie haben uns gewählt, Sie haben uns einen Auftrag gegeben, für Sie zu kämpfen und das werden wir tun und das werden wir auch weiter tun. Und deswegen sind wir so erfolgreich, weil es alle anderen Parteien eben nicht mehr machen, weil sich alle anderen Parteien auch programmatisch überhaupt nicht mehr unterscheiden. Es ist völlig egal, ob Sie CDU wählen, SPD, Linke, Grüne oder FDP. FDP ist ein gutes Beispiel. Was für eine Partei. Diese Partei ist absolut überflüssig. Wer diese Partei noch wählt, kann eigentlich seinen Insolvenzantrag gleich selbst unterschreiben, liebe Freunde. Früher die Partei des Mittelstands, des Handwerks, verrät sie genau dieses heute. Und deshalb ist es das Gleiche wie mit der Brandmauerpartei Friedrich Merz um die CDU herum, die hin und her eiert, die mittlerweile sich selbst nicht mehr im Klaren ist, was eigentlich Brandmauer heißt. Was heißt das? Wer Brandmauern in diesem Land baut, ja, der ist Gefangener seiner eigenen Ideologie. Und wir Ossis, wir wissen, wie man Mauern einreißt und wir werden auch diese Mauer einreißen. Das soll Herr Merz wissen. Und deshalb, liebe Freunde, motiviert eure Nachbarn, eure Freunde, eure Arbeitskollegen, geht nächste Woche Sonntag wählen, macht Nordhausen blau. Wir wissen alle, wir brauchen hier noch ein kleines Stückchen, also noch ein paar Körnchen von den Nordhäuser Doppelkorn, um das Ergebnis nächste Woche zu schaffen. Ihr habt hier auch in Nordhausen, und das will ich noch kurz erwähnen, einen sehr guten Bundestagsabgeordneten, nämlich Jürgen Pohl, der Volksanwalt, der sich für die Bürger hier, gerade im Bundestag, auch aus Nordhausen, immer wieder einsetzt, hier in diesem Wahlkreis. Da könnt ihr wirklich stolz sein mit diesem Bundestagsabgeordneten. Er bringt eure Interessen in den Deutschen Bundestag als Sozialpolitiker.
wo Sozialpolitik in diesem Bundestag kaum noch besprochen wird. Also ihr werdet und seid gut vertreten. Gebt nächste Woche Sonntag Jörg Prophet eure Stimme, damit wir auch hier erfolgreich sein können, liebe Freunde. Und in diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch Gesundheit und wir werden weiterkämpfen für euch, für unser Land, für Frieden, für Souveränität und für Freiheit. Vielen Dank, liebe Nordhäuser. Oh, das war jetzt eine kleine Tonstörung. Ich würde jetzt mal bitte unseren hoffentlich künftigen Oberbürgermeister Jörg Prophet nach vorne bitten. Ich würde auch den Maximilian Krah noch mal nach vorne bitten. Und ich würde natürlich auch Tino Chrupalla nach vorne bitten. Und ehe alle da sind, möchte ich noch einen kleinen Appell an Sie alle richten. Liebe Nordhäuser, Sie wissen ganz genau, dass wir ein hervorragendes Ergebnis im ersten Wahlgang gehabt haben. Und Sie wissen, dass wir jetzt als Favoriten in die Stichwahl gehen. Und das ist auch gut so, denn das ist nicht nur das Verdienst von Jörg Prophet, sondern das ist vor allem Ihr Verdienst. Es gibt aber noch ein kleines Problem. Es könnte nämlich passieren, dass manche Bürger denken, sie müssten in der Stichwahl nicht ihre Stimme abgeben, weil sie sich entweder einbilden, es wird sowieso klappen, oder aber weil sie sagen, ja, das ist überhaupt gar nicht notwendig. Ich würde Sie wirklich bitten und nehmen Sie das bitte als Appell für sich nach Hause mit. Gehen Sie alle selbst zur Wahl, laden Sie alle Menschen, die Sie kennen, zur Wahl ein, damit wir hier wirklich dieses sogenannte blaue Wunder nächste Woche über die Bühne bekommen, weil sonst wird sich in unserer Heimatstadt nichts ändern. Und ich denke, mir geht es genauso wie Ihnen. Ich habe keine Lust, weiter 6 Jahre lang mir das Chaos in der Stadtverwaltung anzuschauen, die Zerstrittenheit vom Stadtrat mit dem Oberbürgermeister, ein desolates Verhältnis zum Landrat weiterhin zu haben, dort irgendwelche Skandale hier zu verfolgen mit Suspendierungen und mit irgendwelchen Amtsenthebungen und so weiter. Ich habe auf diese Sache keine Lust mehr. Und ich denke, Sie alle haben keine Lust auf diese Sache. Und wir alle sollten jetzt dafür kämpfen, dass wir hier in Nordhausen diese Wende über die Bühne bringen. Und ich werde da auch ein bisschen leidenschaftlich, weil ich einfach die Nase voll davon habe, dass Nordhausen permanent landesweit und bundesweit in schlechter Presse ist, nur weil unser Oberbürgermeister Buchmann nicht in der Lage ist, diese Stadt ordentlich zu führen und friedlich mit dem gewählten Souverän, nämlich mit dem Stadtrat, auszukommen. Das sind Skandale, die hier ablaufen und die müssen wir jetzt wirklich durch die Wahl von Jörg Prophet eindämmen. Und lassen Sie sich bitte von keiner Seite einschüchtern. Wir brauchen wirklich jede Stimme für Prophet und wir müssen auch die Wahlbeteiligung anheben, damit sich hier wirklich etwas zum Besseren wendet. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Nordhausen einen AfD-Oberbürgermeister hat, dann sind wir bundesweit bekannt als Speerspitze der politischen Bewegung, die das komplette Land im positiven Sinne umgekrempelt hat. Und ich denke, darauf können wir Nordhäuser alle stolz sein. Jörg, ab nächste Woche hast du eventuell mir Anweisungen zu machen. Einmal mache ich dir noch eine Anweisung. Schau doch mal bitte zu unseren beiden Parteifreunden, die haben dort kleine Geschenkkörbe. Und für euch beide, falls ihr das noch nicht wisst, Nordhausen ist natürlich hauptsächlich bekannt, genau, für den Nordhäuser Doppelkorn. Bitte noch mal einen großen Applaus an Maximilian Krah. Und natürlich ein Applaus an Tino Chrupalla. Du kannst ja dieses gute Gebräu mit Frau Weidel im Bundestag trinken oder nachher, wenn du zum Konvent fährst, denn... Ganz kurz, ich war schon beim Konvent, aber dieses Getränk braucht man im Bundestag, wenn man die Reden der anderen Parteien hört, liebe Freunde. Ja, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen und dann kommen wir wirklich zum Schluss. Tino Chrupalla hat nämlich einen riesigen Umweg gemacht. Er war beim Parteikonvent irgendwo in Hessen, ist extra die vielen 100 Kilometer hergefahren, wird auch nachher wieder weiterfahren, um wirklich hier in Nordhausen Wahlkampf zu machen. Also ihr seht, wir sind mittlerweile bundespolitisch prominent und präsent.
so wie es sich immer für eine ordentliche Veranstaltung von Demokraten und von Deutschen gehört und von Nordhäusern, möchte ich jetzt die Veranstaltung schließen, indem wir gemeinsam uns erheben, wer einen Sitzplatz hat oder wer schon steht. Und wir wollen jetzt gemeinsam die Nationalhymne singen. Auf geht's. Dankeschön, liebe Nordhäuser. Bitte, wenn ihr gleich den Platz verlasst, nehmt doch etwas zu trinken und zu essen mit. Hier bei Schenkes Stübchen direkt oder im Kaffeehaus Luna direkt neben der Bibliothek. Und bitte verlasst geordnet, friedlich die Versammlungsstätte. Und letzte Aufforderung, bitte geht wählen am 24.09., damit Jörg Prophet wirklich OB wird. Die Versammlung ist hiermit beendet.